Hey Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Wie ihr sehen könnt, bin ich etwas überbelichtet. Ich versuche mich mal ein bisschen dunkler zu machen. Aber ja, ich stehe gerade im Babyzimmer. Ich wollte euch gerne zeigen, was ich so alles geholt habe zum Organisieren des Wickeltisches und des Kleiderschranks. Ihr könnt es da schon mal sehen, da habe ich schon ein paar Körbe reingemacht. Und die Schränke und Schubläden habe ich alle offen gelassen, damit ja, dieser ganze neue Möbelgeruch endlich rausgeht. Das dauert ja eigentlich schon immer so ein paar Wochen. Ja, wollte ich euch gerne das alles zeigen, weil sich so viele gefragt haben, was ich auf meine Amazon-Baby-Wunschliste alles draufgepackt habe. Ich habe nämlich letztens entdeckt, dass wenn man das auf diese Wunschliste packt, dass man so 15 bis 20% Rabatt bekommt. Und ich habe tatsächlich 100 € gespart oder so. Ich werde jetzt noch die restlichen Pakete auspacken. Und dann morgen früh, wenn ihr auch an demselben Tag das Video sehen werdet, werde ich euch die Sachen mal zeigen. Und die sind jetzt so nach und nach angekommen. Ich habe es jetzt tatsächlich geschafft, dieses Zimmer wie ein komplettes Schlachtfeld aussehen zu lassen. Ich zeige euch jetzt einfach mal, was ich bestellt habe für den Wickeltisch. Ich habe aber noch nichts organisiert. Ich wollte euch erstmal nur die Gegenstände zeigen und die später in Ruhe einsortieren. Und dann zeige ich das euch dann später oder in einem separaten Video. So, ich dachte, ich stelle euch mal auf dem Stativ drauf, dass ich nicht alles so einhändig machen muss. Wir fangen mal hier mit dem Organizer an. Das ist so ein Organizer von Amazon. Das ist ein Acryl-Organizer, da passt ein Windeln rein. Hier oben sind Feuchttücher, das habe ich gerade einfach nur so reingepackt. Da möchte ich noch eine Thermoskanne hinpacken für Frischwasser. Und hier nebenan dann halt so Pflegeprodukte. Aber davon braucht das Baby eigentlich auch nicht so viel. Und hier habe ich einfach so eine, ja, IKEA-Stange rangebaut. Die kostet 2 €. Das ist hier diese. Oh, ich verlinke euch das gerne mal in die Infobox. Und dann kann man das hier einfach reinhängen. Und kann man das verschieben. Und hier möchte ich noch so einen Behälter mit Frischwasser. Genau, als Windeln- und Feuchttücher-Marke habe ich ganz, ganz viele verschiedene hier oben im obersten Regal. Aber was ich euch noch mitteilen wollte, ist, ich brauchte ja Wickelunterlagen für die Wickeltasche. Dann bin ich auf die von Lilly Du gestoßen, beziehungsweise sie wurden mir empfohlen, weil ich so einen Wickeltaschenorganizer mir geholt habe für meine Neverfull. Und sie hatte Lilly Du Wickelunterlagen gehabt und dann dachte ich, finde ich gut, will ich auch haben. Und dadurch, dass ich auf der Seite war, habe ich gesehen, dass Lilly Du auch so eine kostenlose Testpakete hat. Da kriegt man eine Packung Windeln und eine Packung Feuchttücher zum Testen dazu. Das verlinke ich euch auch gerne mal in der Infobox. Finde ich richtig cool, vor allem weil man viele verschiedene Windelmarken ausprobieren möchte, um dann zu schauen am Ende, welche Windelmarke einem am besten liegt, am besten gefällt, weil jedes Baby ist ja auch anders. Ich meine, viele schwören ja auf Lilly Du, aber wer weiß, am Ende mag mein Baby wahrscheinlich vielleicht die Marke nicht. Dann habe ich wenigstens dafür nicht bezahlt, aber bei einer Wickelunterlage, die war schon im Warenkorb, da habe ich das noch direkt mit dazu bestellt. Dann zeige ich euch mal meine Amazon Baby Wunschliste. Das ist so eine Liste, die habe ich jetzt über Wochen, Monate, sage ich mal, ja, gesammelt. Und da war das hier auch dabei, dieser Wickeltischorganizer. Und der Grund, warum alles so lange gedauert hat, warum ich die Essentials nach dem Babyzimmer erst besorgt habe, liegt nicht daran, weil für mich das mehr Priorität hatte, das Babyzimmer. Nein, es liegt daran, dass ich diese Wunschliste, es sollte sich ja auch lohnen, weil ab 300 € kriegt man 10% Rabatt, ab 600 € 15% Rabatt und ab 900 €, also wenn zum Beispiel noch Möbel und so dazu kommt, kriegt man 20% Rabatt. Ich hatte jetzt einen Warenwert von 600 € und ich habe 100 € gespart. Jetzt zeige ich euch mal, was so alles dabei war. Einmal war von Philips Avent dieses kleine Set hier sozusagen dabei. Ich brauchte nämlich ein Fieberthermometer und so einen Schnodderzieher und das hat bei mir ganz gut funktioniert. Jetzt habe ich von einigen von euch gelesen, dass das nicht so gut funktioniert hat bei jedem, aber ich mache da meine Erfahrungen. Was ich habe, habe ich. Und wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es halt nicht. Ach so, und bei dieser Liste müsst ihr aufpassen, es ist nicht alles dafür qualifiziert für diesen Rabatt. Deswegen schaut immer, achtet immer drauf, rechts daneben steht unter den Sternen immer 20%, wenn ihr das Produkt in die Baby-Wunschliste packt. Dann habe ich mir noch Stilleinlagen geholt. Und ich denke, wir bleiben mal beim Thema Stillen. Dann habe ich hier nämlich einmal dieses Brustabpump-Set.
Set. Das ist jetzt nichts, was ich direkt in den ersten Wochen machen möchte. Ich wollte es aber auf die Wunschliste packen, damit ich es schon mal habe und damit ich Geld drauf spare. Deswegen habe ich es jetzt schon, sonst hätte ich es mir wahrscheinlich auch später erst besorgt. Hier habe ich auch erfahren, beziehungsweise hier habe ich gelesen, dass man das hier auch bei der Apotheke 4 Wochen ausleihen kann. Jedenfalls habe ich mich für Medela entschieden, weil ich das ganz gut finde. Man kann hier auch die verschiedenen Saugstärken einstellen und das geht auch mit einer App. Da habe ich mich für das Medela Swing Maxi Flex entschieden. Das ist eine Doppelpumpe. Das heißt, man kann beide gleichzeitig abpumpen. Auch da werde ich mich noch ein bisschen mehr einlesen. Aber was ich habe, habe ich schon mal. Und ich habe doch Geld gespart. Passend dazu habe ich das Breast Milk Set bestellt. Da ist nämlich die Flasche mit dem Kalbensauger drin. Dieser Sauger ist extra ein bisschen schwerer. Das heißt, es ahmt die natürliche Brust nach, dass das Baby auch, das haben mir auch ganz, ganz viele empfohlen tatsächlich, diesen Sauger, dass das Baby auch richtig arbeiten muss, um ja, auch aus der Flasche zu trinken. Für die Pumpe habe ich ganz sexy so ein Pump-BH-Bustier geholt, denn da muss man das halt nicht halten die ganze Zeit. Und dann kann man ganz in Ruhe andere Dinge machen und hat die Hände frei, während man abpumpt. Ich habe hier noch passend dazu diesen Reiniger. Den habe ich mir aber nur geholt, weil mir echt noch so ein paar Euro gefehlt haben für die 600 Euro. Was mir aber viele geschrieben haben, als ich euch das Beistellbett gezeigt habe. Und zwar habe ich ein Boxspringbett und mir fehlte noch so eine Befestigung für ein Boxspringbett. Und das Gute ist, das ist ein universeller Gurt. Den kann man an jeden Boxspringbett, an jedes Boxspringbett anschließen und dann rutscht das Babybett nicht, auch wenn es Bremsen hat. Genau, das ist das Thema. Dann habe ich zwar einen Kinderwagen, den werde ich euch gleich auch nochmal zeigen. Da habe ich erstmal eine Babytrage aus Tuch, sage ich, vom Little Wombat, von Marie geschenkt bekommen. Verena, die Freundin von Anna Johnson, hat mir aber auch nochmal Ergo Baby empfohlen. Und das habe ich live gesehen jetzt letzte Woche. Sie meinte, das ist super, super rückenschonend und Ergo Baby ist dafür bekannt, dass die sehr, sehr rückenschonend auch für Mamas sind. Und ich wollte es einfach mal ausprobieren. Das gab es jetzt auch bei Amazon und das kann ich bis ins, oh, was waren das nochmal, bis 20 Kilogramm. Also dann kann ich es auch auf dem Rücken tragen und diese Gurte haben auch Polster. Und ich will es einfach mal ausprobieren. Und dann habe ich 2 Varianten, eine Tuchvariante und eine mit Gurt und mit Rückenpolster-Variante. Und dann werde ich ja schauen, was mir besser liegt. Und dann kann ich euch nochmal berichten. Das nächste Produkt ist eine Empfehlung von der lieben Laila. Da habe ich sie auch extra angeschrieben, und noch mal, um nochmal sicher zu gehen, welchen Windeleimer sie hat, denn sie hat so sehr davon geschwärmt. Und ich habe mich für den, also ich bin ihrer Empfehlung gefolgt und habe von Tommy Tippy diesen Windeleimer hier bestellt. Und das ist ein richtig praktischer Windeleimer. Ihr macht das hier einmal auf, packt die Windel rein, dann dreht ihr hier einmal. Ich möchte jetzt nicht nochmal hier drehen, weil ich habe das jetzt schon einmal meinem Mann, der Verlobten, demonstriert. Genau, dreht hier einmal, dann wird die Windel luftdicht versiegelt. Dann drückt ihr einmal hier runter und dann rutscht das Ganze nach unten. Dazu gibt es auch die passenden Kassetten. Da habe ich mir auch einen 6er-Pack geholt. So sehen die Kassetten dazu aus. Habe ich mir jetzt auch mit dazu geholt, um einfach diesen ganzen Neugeborenen-Prozess ein bisschen einfacher und leichter zu machen, dass wir uns auf das Baby konzentrieren können und nicht damit beschäftigt sind, die ganze Zeit Müll runterzubringen. Sie hat noch die alte Variante, aber es gibt jetzt auch die ja, neueren Designs, die schöneren Designs und ich bin sehr, sehr froh darüber. Als ich das gesehen habe, dachte ich mir so, oh, da bin ich auch mal gespannt, wie ich damit klarkomme. Aber bis jetzt habe ich nur Positives gehört. So ist das eigentlich mit allen Produkten, ne? Ihr kennt das von Kosmetik. Die einen finden dieses Silbershampoo super und die anderen kamen gar nicht damit klar. Das ist bei jedem Produkt so. Nicht nur Kosmetik, nicht nur Babyprodukte, nicht nur Nahrung, Essen. Jeder macht so seine Erfahrungen und das ist auch ganz gut so. Und dann habe ich mir noch ein Kirschkernkissen bestellt. Das habe ich mir tatsächlich von Amazon vorschlagen lassen. Dann habe ich mir noch Wochenbett-Panties bestellen, falls die aus dem also ich würde die nicht in die Kliniktasche packen, sondern ich würde die aus dem Krankenhaus benutzen. Die nächsten Produkte, die ich euch jetzt zeige, die waren jetzt nicht qualifiziert für diese Babywunschliste, aber habe ich trotzdem bestellt, weil ich sie einfach da haben wollte. Einmal was ganz praktisch ist, sind diese Nachtlichter. Das heißt, wenn ich zum Beispiel nachts aufstehen möchte, um das Baby zu wickeln, dann muss ich nicht das komplette Licht anmachen, sondern ich würde einfach diese Nachtlichter arbeiten lassen, dass ich im Nachtlicht mit Bewegungsmelder, richtig praktisch,
diese Dinge angehen lasse. Und die sind wieder aufladbar. Das heißt, man braucht keine extra Steckdose dafür, weil ich will die individuell dort anbringen, wo ich denke, dass es am schlauesten ist. Oh Leute, ich habe ganz schön viel geredet, aber ich bin noch nicht fertig. In 4 Wochen ist es soweit und jetzt möchte ich gerne anfangen mit Becken, Boden und Geburtstrainer. Und Leute, ich habe nicht danach gefragt, ne? Aber es haben mir so viele das hier empfohlen, das Epino. Und ich dachte mir, okay, ganz interessant, ich guck mir das mal an. Als ich das mir durchgelesen habe, dachte ich mir so, oh, das hört sich brutal an. Da steckt ihr euch einmal unten rein und dann dehnt ihr sozusagen den Kanal da unten Schritt für Schritt, Tag für Tag, über Wochen nach und nach aus, dass wenn das Baby durchkommt, dass der Kanal da unten einfach darauf vorbereitet ist und schon mal, ja, vorgedehnt ist. Und so viele haben mir geschrieben, dass es ein Geheimtipp ist, das hat dir niemand vorher gesagt. Ich will es ausprobieren. Ganz ehrlich, ich will es ausprobieren und euch danach berichten, ob es geklappt hat. Und ich will heute damit anfangen. Ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen, morgens und abends das zu machen, aber Leute, wenn ich das einmal am Tag schaffe, dann ist das schon mal hier. Juhu. So, was ich auch noch gefunden habe, sind diese kühlenden Binden. Kein langer Recherche-Hintergrund dort. Ich wollte es einfach ausprobieren. So Leute, und dann habe ich mich richtig schwer getan beim Thema Flaschenwärmer. Und zwar wollte ich etwas haben, was so mehr in eins ist. Also Sterilisator, Flaschenwärmer und so weiter in einem. Und da bin ich auf die Marke, also gibt es auch bei Amazon, iVotor gestoßen. Denn die anderen Marken, die ich mir durchgelesen habe, die ganzen Flaschenwärmer, die da war es so krass zwiegespalten. Weil da hast du Milliliter zu viel Wasser reingetan und dann war die Milch nicht mehr 38 Grad, sondern 45 Grad. Und ich wollte es einfach mal mit dem hier ausprobieren. Wenn es nicht klappen sollte, dann schicke ich es halt zurück. Das ist auf jeden Fall etwas, was ich ausprobieren möchte. Denn der hat einen Timer drin. Der hat auch eine Sterilisatorfunktion. Das heißt, ihr könnt die Flaschen hier drin auch sterilisieren. Hier bin ich richtig drauf gespannt. Und jetzt kommt ein Thema, womit ich mich ganz lange beschäftigt habe. Und zwar das Thema Wickeltischheizung. Ich habe ja ganz, ganz lange nach einer ästhetischen Variante gesucht. Und habe auch eine gefunden, das blende ich euch hier mal ein und verlinke ich euch auch gerne mal. Super ästhetisch, kann man sich personalisieren lassen, ihr könnt euch die Farbe aussuchen. Eine Heizplatte sieht 1000-mal schöner aus als so ein Heizstrahler. Das Problem bei mir in unserer aktuellen Wohnung ist es aber, dass es nicht überall warm ist. Es ist schon öfter mal vorgekommen, dass im Bad die Heizung ausgefallen ist. Wer mir auf Instagram folgt, der weiß, dass diese Wohnung eh problematisch ist. Aber aktuell funktionieren zwar die Heizungen, aber man weiß nie und ich will unbedingt diesen Heizstrahler haben. Jetzt habe ich mich einfach für einen portablen entschieden, den ich zum Baden mitbringen kann. Tja, und es ist nichts Außergewöhnliches geworden. Es ist der Rierwickelstrahler geworden. Der ließ sich super leicht zusammenbauen. Der hat einen Kippschutz, das heißt, wenn er umkippen sollte, der hat hier so einen Sensor drin. Dann geht er sofort aus und wenn man den anmacht, ich habe den jetzt nicht angeschlossen, hat der so ein... So, hat der einen Timer drin. Das heißt, ihr müsst ihn einmal nur anmachen und der geht dann nach einer bestimmten Zeit aus. Dann müsst ihr euch nicht darum kümmern, dass ihr den auch wieder ausmacht, sondern der geht dann von selber aus. Also, falls ihr noch Fragen zu den ganzen Produkten haben solltet, dann stellt sie mir gerne in die Kommentare. Aber ich zeige euch jetzt gerne mal den Kinderwagen. Falls euch irgendwie interessiert, aktuell ist noch das hier der Stand. So sieht es auch in der Küche aus. Trocknungsgeräte, uhu. Aber wisst ihr was, dafür kann ich euch mal den Kinderwagen kurz zeigen. Und zwar haben mich ganz, ganz viele gefragt, für welchen Kinderwagen wir uns entschieden haben. Und ich habe mich für ABC Design entschieden, denn der ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis und von der Funktionsfähigkeit einfach am überzeugendsten für mich und meine Situation. Aber Leute, denkt dran, Kinderwagen ist eine super krass persönliche Entscheidung. Ich finde, es gibt da kein richtig oder falsch. Und passend dazu habe ich auch den Autositz, den man dann fürs Auto benutzen kann, logischerweise. Und ich zeige euch mal ganz kurz, wie man den auf und zu klappt. Aber bevor ich das mache, wollte ich noch was zu den Rädern sagen. Das sind Lufträder. Die sind sehr, sehr einfach zu navigieren und rumzuschieben, was super gut ist, auch so gerade bei Unebenheiten. Aber Lufträder sind ein bisschen schwerer. Der Einkaufskorb, der ist riesig. Der ist super, super groß. Und die Babywanne könnt ihr sowohl zu euch geneigt oder auch natürlich andersrum einmal draufsetzen. So, ganz so sexy werdet ihr mich so schnell nicht mehr wieder erleben. So,
Das ist einmal hier der Wagen. Ich denke, ich werde euch das bei Instagram auch noch mal ein bisschen im Detail erklären, weil ich finde, vieles ja, erfährt man oder lernt man auch, wenn das Baby erstmal da ist. Also erstmal Wanne super einfach rauszunehmen. Man kann es dann hier sozusagen tragen und ist super ausbalanciert, dieses so ein Dach, und das ist riesig. Das kann man hier auch nochmal aufmachen. Und dann kann man das noch weiter ausziehen, dieses Sonnendach. Oder ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Dann kann hier der Sportsitz auch mal rauf, wenn ihr möchtet. Erstmal kann man für große Leute, dazu gehört jetzt leider nicht, die Teleskopstange einmal rausziehen und auch wieder reinziehen. Ansonsten drückt ihr einfach hier einmal rauf. Oder nee, ich mach mal erstmal die Wickeltasche ab. Ne? Dann zeige ich euch das mal. Ihr drückt einmal hier rauf und dann klappt ihr das einmal zu. Dann könnt ihr es einmal ins Auto reinschmeißen. Passt in meine A-Klasse rein. Super einfach. Und wenn ihr das aufmachen wollt, dann drückt hier einmal rauf. So. Und dann könnt ihr die Babywanne wieder raufpacken. Ganz einfach. Und ich finde das so cool. Ja, mehr will ich jetzt auch nicht dazu sagen. Ich weiß da noch ein bisschen mehr drüber, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. Das hier ist übrigens der Autositz. Den könnt ihr mit dem Isofix in das Auto montieren, aber ihr könnt es auch so einfach ins Auto packen. Und das ist jetzt mal grob das Ganze. Also ich würde bei Instagram das noch ein bisschen ausführlicher machen nach der Geburt oder vor der Geburt. Mal gucken, wofür ich mich entscheide. Ja, zum Thema Baby gibt es doch irgendwie super, super viele umfangreiche Themen. Man muss das echt mal immer aufschlüsseln in einem Video, sonst wird das Video super, super crazy lang. Es ist mehr so ein Haul gewesen als irgendwas. Aber ja, war ein Haul im Vlog-Style. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem geholfen und gefallen. Und wie gesagt, ich bin sehr gespannt auf die Erfahrung, die ich machen werde mit den Produkten. Ob das zu viel ist oder zu wenig. Ich werde jetzt auch demnächst die Kliniktasche packen. Oh, darauf freue ich mich auch schon total. Wenn ihr mehr Content in diese Richtung haben wollt, dann lasst mich das gerne wissen. Und ansonsten decke ich auch vieles auf Instagram ab. Auf YouTube kann ich natürlich ein bisschen ausführlicher reden, weil die Gegebenheiten einfach besser sind und das kann man viel besser laufen lassen. Und hier kann man auch viel, viel besser verlinken für alle, sonst verschwinden die Links hier auf Instagram. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und hier kommt ihr zu meinen zwei letzten Videos. Hier könnt ihr mich gerne abonnieren für weitere Videos. Und dann wünsche ich euch noch ein wunderbares Wochenende und bis zum nächsten Mal.